oder jetzt gleich hier fliegen will, im Cockpit so mit drin so. Ja, ich habe ein Ticket geholt. Ja. Cockpit. Wenn ich den Piloten erstmal erklären, wie das geht. Ja. Und dann versuchen wir auch mal Rollen und Looping. Aha. Ja, na gut. Mal gucken. Ja. Da wünsche ich Ihnen viel Glück. Ne? Ich habe ja jetzt 0,6 Promille, da kann ich auch fliegen. Na gut. Das ist auf der anderen Seite der graue Hubschrauber. Das ist ein So, die Antonov ist vorbeigeflogen, ein Rundflug. Jetzt also zu dem blauen Hubschrauber. Das ist ein amerikanisches Modell. Bell 206.
Ja, und wir sehen die zweite Antonov jetzt im Anflug. Ich nehme mal an, ohne dass ich das jetzt über Funk gehört habe, dass das die Antonov mit den Fallschirmspringern ist. Ich befürchte mal, dass das wieder nicht funktioniert hat mit dem Absetzen der Maschinen. Wenn man mal im Norden schaut, da reiht sich der nächste Schauer schon ein. Die Fallschirmspringer dürfen nicht im Regen springen, beziehungsweise haben auch gewisse Sichtungsminima einzuhalten. Die werden wahrscheinlich nicht gegeben sein, wo das kurzerhand die Fallschirmspringer wieder so gelandet sind, also ohne am Fallschirm zu hängen. Ja. Ah, im Regen was suchen nach dem Flugplatz, aber. Ja. Naja, das wurde schwieriger zum Schluss. Wir sind gelandet.